Herzlich willkommen zu Märkte und Trends im März. Wir haben ja konjunkturell eine eher schwierige Situation und deswegen freue ich mich immer, wenn ich einen etwas optimistischeren Chart zeigen kann. Und in dem Fall habe ich einen gefunden und der stellt ab auf die letzte ZDW-Umfrage. Die Finanzmarktexperten haben jetzt 8-mal in Folge einen Anstieg prognostiziert, der Konjunktur auch, und das wird man gespannt sein, wie das auf den IFO-Index sich auswirkt. Aber wir haben insgesamt einen Optimismus da, der sich vielleicht dann auch in den nächsten Monaten durchaus auch beim IFO-Index zeigen sollte, wenn wir haben immer wieder gesehen, dass es einen gewissen Vorlauf hier gibt. Ein weiterer Chart von der Weltkonjunktur zeigt hier den Containerumschlag an, und in den wichtigen Häfen der Welt ist eben mehr umgeschlagen worden. Der Index ist angestiegen und auch das hat Einfluss auf den Welthandel. Und auch das gibt einen gewissen Raum für Optimismus, dass wir gerade auch unsere exportlastige Industrie hier in den nächsten Monaten auch hier einen Aufschwung erleben kann. Kommen wir zu den Finanzmärkten, und hier zeigt sich eine gewisse Abkopplung zwischen Aktien- und Rentenmärkten. Wir hatten ja im letzten Jahr doch einen gewissen Gleichlauf, was die Kursentwicklung angeht, gesehen. Da war sehr viel Zinssenkungsfantasie, viel Euphorie auch in den Märkten. Und zuletzt, da hat sozusagen der Aktienmarkt sich abgekoppelt, der DAX ist bei 18.000, der Rentenmarkt hingegen ist unter besonderen Bedingungen. Und das zeigt dieser Chart hier, dass insbesondere aus den USA die Zinssenkungsfantasie doch langsam die Luft ausgegangen ist. Wir sehen hier Mitte Januar noch diesen Zinssenkungspfad, der erwartet worden ist von den Märkten, von den Anlegern. Im Februar sah das dann so aus und jetzt im März schon deutlich angepasster an unsere Prognose, und das ist eben eine Entwicklung, die dem Rentenmarkt doch zugesetzt hat, und das rührt auch daher, dass wir bei der Inflation eigentlich in den USA zuletzt enttäuschende Werte gesehen haben. Und wenn man sich die Kernteuerung anschaut, dann sieht man auch hier die letzten 6 Monate, also nicht die ganze Jahresrate, die letzten 6 Monate ging es in die falsche Richtung. Also die Inflation ist da wieder angestiegen, deutlich entspannter die Lage bei uns bei der Kernteuerung. Güter- und Dienstleistungspreise sind hier schon im Bereich des EZB-Ziels von 2%, wenn man die letzten 6 Monate sich nur anschaut. Und das eröffnet natürlich der Geldpolitik hier mehr Spielraum im Euroraum als in den USA. Und wenn man sich nochmal den Terminkalender anschaut, wann könnte es denn soweit sein, dann sehen wir hier im April, das ist sozusagen der nächste Termin, ist es noch zu früh, da wurde auch noch nichts angekündigt, dass da was kommt. Wir glauben und die meisten der Beobachter glauben, im Juni ist es dann soweit. Man muss auch immer bedenken, es braucht ja eine Weile, bis die Geldpolitik Wirkung zeigt. Also von daher, wenn man diesen positiven Einfluss auf die Wirtschaft haben will und die Konjunktur hier von der Seite unterstützen will, dann wäre es gut, wenn man nicht zu lang wartet von Seiten der Geldpolitik, und die Inflation gibt eben den Spielraum. Und man sieht auch, so viele Termine gibt es jetzt auch gar nicht dieses Jahr, wo jetzt die Zinsen gesenkt werden können. Das sind die wichtigen auch, glaube ich, wo dann wahrscheinlich diese Termine dann von großer Bedeutung sind, wenn auch die EZB-Projektionen gerade mit dem Thema Inflation dann vorgestellt werden. Also wenn Sie fragen, kann die EZB vor der FED handeln, dann würde ich sagen, durchaus.